Was kann der Markt am heutigen Super Tuesday? Das wollen wir uns mal angucken. Und zunächst, bevor ich loslege, muss ich mich erstmal entschuldigen wegen gestern. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen gewesen, deshalb gab es gestern kein Video. Die Ansteckungsgefahr über das Internet war einfach zu groß. Nein, Spaß beiseite, aber wenig Spaß haben die Anleger letzte Woche verstanden, als der Kurs so nach unten gegangen ist. Jetzt aber zumindest mal wieder ein bisschen Hoffnung, der DAX wieder auf gutem Wege, zumindest mal nach oben. Und wir sehen, dass wir von dem Tief ausgehen. Ich habe hier mal den 5-Minuten-Chart im Kassel-DAX, einfach nur mal, dass man so ein bisschen den Verlauf auch sieht. Dann sieht man, dass wir nicht nur nach oben gehen, das ist die eine gute Nachricht, zumindest mal für alle ewig Bullischen, sondern dass er auch sehr dynamisch nach oben geht. Wir haben hier irgendwie mal ein Päuschen im Vortrieb, wir hatten hier ein Päuschen, Entschuldigung, im Vortrieb. Das ist weit voneinander entfernt. Ich kriege häufig die Frage gestellt, was war das nochmal mit den Überschneidungen oder ich sage häufig Überlappungen. Dann sehen wir, dass diese beiden Bereiche im Moment noch einen großen Abstand haben. Also wir sehen, da ist, na, das war der falsche Knopf sogar noch hier, da ist ein Unterschied zwischen diesen beiden. Jetzt versuchen wir es nochmal richtig. Da haben wir es. Also die überschneiden sich nicht. Es gibt Situationen, da ist das nicht der Fall. Hier oben sehen wir das nämlich, da ist es auch eine Aufwärtsbewegung, aber die Rücksetzer hier, die teilen sich einen Preisraum. Deshalb gibt es da Kursüberschneidungen oder Kursüberlappungen, wie man es auch immer sagen will. Das haben wir hier nicht und das ist generell gesprochen immer mal ein gutes Zeichen, denn der Markt ist in der Trendrichtung idealerweise möglichst überlappungsfrei. Wir sehen das hier nochmal auf Wochenbasis hier im übergeordneten Bild. Da sind auch Korrekturen größerer Natur erstmal, hier dann der kleineren Natur, aber weit voneinander entfernt. Das gibt es ja immer wieder, das ist nichts Neues. So, das heißt, im Moment sind wir ganz gut unterwegs. Solange es hier keine Überschneidung gibt, bin ich sogar ganz guten Mutes und kann mir vorstellen, dass da sogar noch ein bisschen mehr geht nach oben. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, wie ich mir das vorstellen kann. Das muss jetzt nicht exakt so laufen, aber das wäre so ein typischer Klassiker, um auch wieder in dieser Fünffälligkeit zu sein. Das muss natürlich nicht exakt so verlaufen, aber es wäre schon typisch. Und wenn man sich das Bild mal hier hinten anguckt, hier auf den aktuellen Tag, dann sehen wir schon, das ist eben genau das Gegenteil von überlappungsfrei. Wir haben hier eine Gegenbewegung, hier eine und die sind so eng beieinander. Das ist typisch korrektiv. Es ist aber eine Abwärtsbewegung, also abwärtskorrektiv würde eigentlich bedeuten, die Aufwärtsrichtung ist die richtige. Würde ich jetzt hier an der Stelle long gehen? Ich persönlich mache das nicht so gerne. Das liegt daran, dass meine Einstiegstrigger hier relativ weit oben sind, hier oben da in der Hochseite und ich ja eigentlich so, wie ich davon ausgehe. Und wenn das wirklich mit der 5, ich weiß nicht, ob das wirklich immer so stimmt, aber wenn das wirklich so der Fall ist, dann wären wir jetzt in der 4, Entschuldigung, in der 5 und wir wissen, die 5 ist die letzte. Und wenn das die letzte ist, ja, dann ist das ja blöderweise nicht mehr so clever, da jetzt noch einzusteigen, sondern dann eher abzuwarten. Aussehen könnte das Ganze dann nach dem nächsten Schub dann vielleicht irgendwie in dieser Art, so ähnlich wie wir das hier zwischendurch mal haben, so ähnlich wie wir das hier mal zwischendurch haben. Und dann eben die nächste Aufwärtsrichtung dieser Größenordnung gegebenenfalls nochmal nach oben mitzunehmen. Und da wechsle ich jetzt mal auf das größere Bild hier auf Tagesbasis, denn wir sehen, das ist der Abstecher nach unten gewesen bis jetzt. Jetzt machen wir da mal so ein Fibo-Teil rein, Fibo-Retracements, dann sehen wir, dass wir ja locker noch ein bisschen nach oben gehen könnten. Und wenn das dann so Art und Weise, wie ich das eben angedeutet habe, sogar korrektiv aussieht, hey, dann haben wir eigentlich die besten Chancen, hier vielleicht sogar noch ein Zwischenlong mitzunehmen. Das ist das, was ich eben, allerdings nicht ganz so steigend hier, aber was ich hier eben eingezeichnet hatte, das wäre eine mögliche Long-Position. Und dann von hier zu gucken, ob der Markt sich weiter nach oben absetzt oder ob der Markt dann doch wieder das Gruseln kriegt und sich weiter nach unten absetzt. Und dann haben wir eine realistische Chance, hier auf der Unterseite hier nochmal einzusteigen. Man sieht also, wir sind sogar in beide Richtungen hier in der Überlegung. Allerdings noch nicht jetzt. Der Markt muss noch ein bisschen was tun. Und wir sehen, man kann sich nach oben triggern lassen, wenn die nach oben durchstößt, beziehungsweise wenn dann das Tief anschließend davon da oben ausgehend herunter, dann wäre das die nächste Short-Seite. Und die kann uns locker nochmal auch unter die 11.000, auch unter die 10.000. Und man mag es glauben oder nicht, auch unter die 9.000 noch bringen. Aber das ist eine andere Story und erzähle ich ein andermal. Also insofern, im Moment ist das nicht alles löschen vielleicht, ist das positive Bild, das, wie ich finde, überwiegendere. Ich denke, man sollte ruhig die positive Seite nochmal hinnehmen. Wenn es ein bisschen runter wackelt, idealerweise dreiwellig oder hin und her, dann kann man das sicherlich für einen Einstieg nochmal nutzen. Gucken wir mal einmal ganz kurz auf die anderen Märkte. Gold immer noch
in der Abwärtsbewegung, hier zumindest mal auf Tagesbasis, hier die Aufwärtsbewegung weitaus weniger dramatisch, was die Bullen angeht hier. Also man sieht, da ist der Schwung noch nicht so richtig da. Allerdings vorsichtig, die letzte Abwärtsseite war eine schwache. Was war das nochmal mit schwach? Einfach mal gucken, wo waren so Gegenbewegungen und dann mal gucken, wie häufig das hier dann eben überschneidet. Und das ist alles nicht so schön. Insgesamt kann man sogar sagen, eins, dann hat es hier gewackelt, dann ging es hier nochmal runter. Das ist wieder dreiwellig. Das spricht ja eher sogar für die bullische Seite. Also hätten wir hier sogar ebenfalls eine Chance, dass der Markt nochmal nach oben eben weggeht. Also die Chancen, zumindest mal vorläufig nach oben noch mal da. Ich bin da allerdings relativ eng mit meinen Stop-Überlegungen unterwegs, denn ich muss gestehen, hier im übergeordneten Bild, ich mache es mal ein bisschen größer, habe ich immer noch so ein bisschen die Sorge, dass wir mit diesen 1, 2, 3, 4, 5 jetzt ans Ende gekommen sind und der Markt ja eigentlich noch hier fallen sollte, hierhin fallen sollte. Also insofern, auch wenn ich hier von bullisch rede, weiß ich nicht, ob ich im Moment davon ausgehen soll, dass wir da noch mal drüber hinausgehen, sondern im Moment habe ich eher so die Idee, dass es hier irgendwie sowas hier ist, keine Ahnung, und dann eben sich nochmal so nach unten fortsetzt mit Ideen ebenfalls da auf dem Weg dahin. Keiner weiß es ganz genau, gerade in den Zeiten wie jetzt können kurze Nachrichten oder schnelle Nachrichten auch schon den Markt mal ganz schnell wieder drehen. Deshalb ist es wichtig, gerade jetzt mit Stops zu arbeiten. Trotz alledem, die grundsätzliche Mechanik, die ist ja nicht verloren gegangen in den Märkten. Also wir haben grundsätzlich natürlich auch hier die Situation, dass wir korrektiv und nicht korrektiv gegeneinander ausspielen können. Das geht auf ganz unterschiedlichen Zeitebenen, denn zwischendurch gibt es dann immer wieder scharfe Bewegungen, die gefolgt werden von hoffentlich was Korrektiven. Da an einen Trigger denken, um dann gegebenenfalls reinzukommen. Und ich denke, dann hat man ganz gute Chancen, dass man hier entsprechend nochmal weiterkommt. Ich drücke jetzt für heute erstmal die Daumen. Erstens mal, dass allen die Gesundheit noch hold ist und man eben nicht sich ansteckt. Das zweite ist, dass der Markt in die entsprechend sinnvolle und richtige Richtung geht. Dafür drücke ich beide Daumen. Erstmal alles Gute.